Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag hört sich ja erstmal gut an, will er sich doch um Berufsorientierung und eine damit verbundene bessere Motivierung von Schülerinnen und Schülern, die bestmöglichen Abschlüsse erreichen sollen, kümmern. Schaue ich aber genauer hin, tun sich doch einige Fragen auf. So wollen die antragstellenden Fraktionen für alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen einen landesweiten Tag des offenen Unternehmens vom Senat ausgerichtet haben, wobei die Agentur für Arbeit mit dem Senat auch kooperieren soll. Oha, kann ich da nur sagen. Wir haben gegenwärtig im 9. Jahrgang ca. 33.000 und im 10. Jahrgang 30.000 Schülerinnen und Schüler. An einem Tag sollen also 63.000 Jugendliche die Unternehmen der Stadt fluten. Hier von einem kleinen Mosaiksteinchen zu sprechen, Herr Langenbrink, das finde ich dann doch schon sehr mutig. Auf die hier nötige logistische Meisterleistung bin ich schon sehr gespannt. Mal schauen, ob diese Art von Planwirtschaft gelingt. Dann wollen Sie den Tag ja landesweit durchführen lassen, sagen in der Begründung allerdings, dass die Aktionen doch im Umkreis der Schule stattfinden sollen. Und was machen Sie, frage ich da, wenn im Umkreis der Schule, und die Frage wäre ja, wie groß soll der eigentlich sein, gar keine oder zu wenige Unternehmen sind? Oder wenn eine Schülerin oder ein Schüler sich gerade nicht für die Unternehmen vor Ort, sondern für solche am anderen Ende der Stadt interessiert. Auch bezieht sich die Begründung auf das Vorbild des Unternehmensnetzwerkes Neukölln-Südring, also auf Unternehmen aus den Bereichen Industrie, industrienahe Dienstleistungen, Handwerk und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Das soll das Vorbild sein. Da frage ich mal, was ist mit den Landesbetrieben, wie mit der BVG, der BSR zum Beispiel? Die würden für mich unbedingt dazugehören. Und natürlich auch die Berliner Verwaltung, genauso wie auch Bildungseinrichtungen, Jugendfreizeitstätten, Theater, überhaupt Kultureinrichtungen, die Polizei, Gerichte, die Feuerwehr oder das Berliner Abgeordnetenhaus, wäre ja auch noch eine Variante. Abgesehen davon ist das Netzwerk in Neukölln ein von sich aus gewachsener Verein. Solche gewachsenen Strukturen gibt es nicht überall. Aber jetzt soll ja der Senat ausrichten in Kooperation mit Arbeitsagenturen und Unternehmen. Und es tut mir leid, Frau Bentele, das sehe ich anders. Das wird der Senat nicht so einfach nebenbei organisieren können, auch wenn die Agentur für Arbeit mit eingespannt wird, weil auch dort haben wir eine Arbeitsverdichtung, sodass die das nicht mal so eben nebenbei machen können. Ich befürchte ja, dass Sie das schon wieder den Schulen überhelfen wollen. Wenn das stattfindet, dann weiß ich nicht, wie das Ganze enden soll. Aber darüber können wir ja gerne im Ausschuss dann diskutieren. Für mich ist dann auch die Frage zu diskutieren, wieso Sie hier nicht die von Ihnen gerade und vorhin in der Aktuellen Stunde noch mal beschworenen Jugendberufsagenturen, also die Jugendberufsagentur mit ihren Filialen in den Bezirken, sondern ausdrücklich nur die Arbeitsagentur benennen. Das verschließt sich mir jetzt völlig. Und die weitere Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und ortsansässigen Unternehmen, einschließlich denen des öffentlichen Sektors, die Unterstützung von Initiativen vor Ort, mehr Schülerpraktika und effektiver WAT-Unterricht wären nachhaltige Themen, die wir auch in diesem Zusammenhang in den Ausschüssen diskutieren müssen. Dankeschön.